Die Pandemie und ihr politischer Umgang damit war aber natürlich auch heute Abend schon ein zentrales Thema im letzten ORF-Sommergespräch dieses Jahres mit ÖVP-Obmann Sebastian Kurz. Der hat sich ja vergangenen Freitag mit einer Grundsatzrede und mit reihen Interviews in den Wochenzeitungen aus den Ferien zurückgemeldet. Politisch war die Corona-Krise für die ÖVP bisher keine schlechte Phase. Im Frühling kratzte sie in Umfragen sogar an einer absoluten Mehrheit. Aber auch jetzt liegt sie noch deutlich über ihrem Wahlergebnis vom letzten Herbst bei immerhin über 40%. Im Sommergespräch hat Kurz bekräftigt, dass sich die Corona-Situation nächstes Jahr beruhigen werde, nach einem schwierigen Herbst und Winter. Übermorgen, am Mittwoch, will die Regierung deshalb noch eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen bekannt geben. Wir werden am Mittwoch definitiv noch einmal einen Schritt machen in Richtung hin nachschärfen. Je näher wir dem Schulstart kommen, desto wichtiger wird sein, dass wir soziale Kontakte wieder reduzieren, dass wir Abstand halten, überall dort, wo es möglich ist, dass wir die Maske tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. Je stärker jeder einen Beitrag leistet, desto besser werden wir durch den Herbst und den Winter kommen. Und es wird unser Ziel bleiben, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Sagt der Bundeskanzler, und wir wollen auch dieses Sommergespräch live hier im Studio analysieren, wie immer mit dem Politologen Peter Filzmeier. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Und heute auch mit der Innenpolitik-Chefin des Profil Eva Linsinger. Guten Abend, danke fürs Kommen. Guten Abend. Frau Linsinger, wir können diese angekündigten Verschärfungen naturgemäß noch nicht beurteilen, weil wir sie A noch nicht kennen und B hier keine Epidemiologinnen sind. Aber wir können immerhin eine politische Analyse versuchen. Am Freitag hat Sebastian Kurz eine Rede gehalten, deren zentraler Satz war, es ist Licht am Ende des Tunnels. Drei Tage später kündigt er schärfere Corona-Beschränkungen an. Wie passt das zusammen? Nicht wirklich, denn eigentlich hat Kurz seit Freitag einen Rollenwechsel vorgenommen. Vom Angstmacher der Nation zum Optimisten der Nation. Wir erinnern uns noch an den Satz vom Frühjahr, bald wird jeder jemand kennen, der an Corona gestorben ist. Das hat nicht gestimmt, glücklicherweise. Ob der jetzige Optimismus stimmt, ob wirklich bald ein Impfstoff gefunden wird, ob wirklich im Sommer die Normalität zurückkehren wird, das weiß in Wirklichkeit niemand. Da herrscht das Prinzip Hoffnung. Jetzt gab es diese viel angekündigte Rede am Freitag eben mit Licht am Ende des Tunnels nach der Cassandra-Rolle vom Frühling. Jetzt heute, drei Tage später, nach auch den vielen Interviews am Wochenende. Wie hat sich denn Sebastian Kurz da heute präsentiert? In welcher Rolle? Was den Herbst betrifft, war er natürlich schon der Mahner, aber viel weniger konkret als noch im Frühling oder im März und April vor allem. Er hat natürlich angesprochen, dass wir jetzt allgemein zusammenhalten müssen, dass jeder seinen Beitrag leisten muss. Das ist aber eine Bewegung auf die Metaebene. Das mag damit zusammenhängen, dass er hinsichtlich der genauen Maßnahmen nicht einen unsportlichen Frühstart heute gegenüber dem Koalitionspartner machen wollte. Man will es ja am Mittwoch erst avisieren. Aber es ist auch so, dass Sebastian Kurz schlechte Erfahrungen bisher gemacht hat als konkreter Maßnahmenankündiger. Denn da war die Rede von 15.000 Tests pro Tag im März. Da haben wir bis heute keinen einzigen Tag erlebt, wo wir so viele hatten. Es war im Tourismus die Rede von 65.000 Tests pro Woche. Es war nicht einmal im Monat so viel. Und was den Zukunftsoptimismus betrifft, da kann ich schon zustimmen. Da allerdings riskiert er etwas, das möchte gern Virologe, denn die Prognosen für den nächsten Sommer dürften wohl eher schwierig sein. Und vor allem ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, denn zum Glück haben viele Vorhersagen von Sebastian Kurz bisher nicht gestimmt. Die 100.000 Toten haben nicht gestimmt und dass jeder jemand kennt, der an Corona verstirbt, bei ca. 730 Toten. Da müssten wir alle, jeder von uns dreien, aber auch inklusive Babys in Österreich, ein Bekannten von 15.000 bis 20.000 Menschen haben, damit sich das ausgeht. Eine konkrete Ankündigung hat der Kanzler trotzdem gemacht. Es werde keine Corona-Impfpflicht im Land geben, hat er neuerlich klargestellt. Er selber werde sich allerdings impfen lassen. Und nachdem der Verfassungsgerichtshof im Sommer zentrale Corona-Verordnungen, vor allem die berühmten Ausgangsbeschränkungen, aufgehoben hat, wurde Kurz heute auch gefragt, ob er nach wie vor zu seiner berühmten Formulierung von den juristischen Spitzfindigkeiten stehen würde. Also die Formulierung war sicherlich nicht ideal. Wir waren damals alle in einer Stresssituation. Auch wenn Sie juristische Meinungen einholen, auch wenn Sie juristische Gutachten einholen, dann ist es oftmals so, dass Sie keine Garantie haben, ob das am Ende des Tages vom Verfassungsgerichtshof hält oder nicht. Das heißt, zusammenfassend würde ich sagen, ich glaube, das Gesundheitsministerium hat sich stets bei allen Verordnungen und Gesetzen redlich bemüht.
Die Formulierung war sicher nicht ideal. War das für Kurz'sche Verhältnisse schon das öffentliche Eingeständnis eines Fehlers? Für Sebastian Kurz war das eine Entschuldigung oder sogar ein Kniefall oder ein Ganossergang. Denn bisher hat er Fehler selten eingestanden. Ich erinnere an einen Besuch von ihm im kleinen Walsertal, wo ihm dann mangelndes Abstandhalten, nicht ihm persönlich, aber dort vor Ort vorgeworfen wurde. Da hat er eher mit einem Rundumschlag gegen Journalisten reagiert. Er ist ja anders als Gesundheitsminister Anschober, aber auch als die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, die Wichtigkeit von Fehleranalysen betonen. Ich hielte das aber auch hier noch mehr in die Tiefe gehend für wichtig, denn nicht, wie Sebastian Kurz gesagt hat, unterschiedliche Rechtsmeinungen auf akademischem Niveau sind das Problem, sondern das Problem war ein anderes. Die Verordnung der Bundesregierung, des Gesundheitsministeriums, hat dem Gesetz widersprochen, und zwar jenem Covid-Gesetz, das dieselbe Bundesregierung unter der Führung von Sebastian Kurz ja selbst im Ministerrat auf dem Weg ins Parlament gebracht hat. Also man hat sich selbst widersprochen und nicht die Juristen auf akademischer Ebene. Jetzt war ja an dieser Passage, die wir gerade gesehen haben, noch eine Formulierung sehr interessant, nämlich das Gesundheitsministerium hat sich stets redlich bemüht. Wenn das ein Arbeitgeber in ein Dienstzeugnis schreibt, hat sich stets redlich bemüht, dann ist das eine Umschreibung für Schulnote 4 bis 5 ungefähr. Sowas passiert Sebastian Kurz doch nicht, oder? Natürlich nicht. Das war eine gar nicht besonders subtile Umschreibung für Enet, aber leider unfähig. Und da steckt natürlich eine Strategie dahinter. Schon seit einiger Zeit ist zu beobachten, dass die ÖVP versucht, für alle Fehler im Corona-Management Rudolf Anschober verantwortlich zu machen. Und das hat natürlich einen Hintergrund, nämlich sehr, sehr lange Zeit, 2484 Tage lang, war Sebastian Kurz der beliebteste Politiker Österreichs. Jetzt hat ihn Rudolf Anschober überholt. Kurz hat immer noch gute Werte, also er hat quasi Sorgen auf hohem Niveau, was für ihn ein kleiner Karriereknick ist, wäre für andere Politiker die Krönung ihrer Beliebtheitswerte. Ihn macht es aber sichtlich nervös. Er ist Gegenwind nicht gewohnt. Er hat auch wenig Routine, mit Gegenwind umzugehen, und das zeitigt Konsequenzen. Es wird sehr konsequent versucht, Rudolf Anschober für alle Fehler verantwortlich zu machen, ihm kein Terrain zu überlassen. Und das ist in der Form auch wieder nicht ganz richtig, weil Rudolf Anschober ist nicht an allem schuld, wenn auch manche Verordnungen haarsträubend waren. Man muss aber dazu sagen, der Kanzler hat den Gesundheitsminister nie namentlich oder persönlich in dem Gespräch attackiert. Er hat auch mehrfach betont oder direkt betont, die Zusammenarbeit mit den Grünen sei sehr, sehr gut und sein persönliches Verhältnis mit Vizekanzler Kugler ebenfalls. Aber auch in einer anderen Passage war ganz interessant, wie die Grünen da vorkamen. Als Kurz nämlich nach dem Ibiza-Urausschuss und dem viel kritisierten Postenschach in der türkis-blauen Koalition gefragt wurde. Ich mache nicht bei dem Spiel mit, dass jede Personalentscheidung, wenn es ein Roter oder ein Grüner ist, eine gute ist. Und wenn eine bürgerliche oder eine FPÖ-Entscheidung getroffen wird, dass das dann problematisch ist. Das klingt auch ein bisschen nach einer kleinen Spitze gegen den Koalitionspartner, oder? Definitiv. Und natürlich ist Kurz ein hervorragender Kommunikator und beherrscht es, Kritik auch so zu verpacken, dass sie wie eine Freundlichkeit daherkommt. An dieser Passage fand ich zwei Dinge bemerkenswert. Erstens zeigt es, dass das Verhältnis in der Koalition rauer wird, statt dem Besten aus beiden Welten versucht eher jeder das Beste aus seiner eigenen Welt zu machen. Auch der Gesundheitsminister hat eine eigene Erklärung angekündigt jetzt zum Corona-Maßnahmen. Und das Zweite ist, natürlich ist der Ibiza-Ausschuss für die ÖVP unangenehm. Es käme ihr sehr gelegen, wenn das ein alleiniger FPÖ-Skandal wäre. Das stimmt aber nicht so, weil immer mehr Dinge an die Öffentlichkeit dringen. Es war im Sommergespräch auch Thema über ÖBAG-Chef wie Thomas Schmid. Und dann wird auch im Herbst Thema sein, was wusste die ÖVP, wer war da eingebunden. Da kommt natürlich die Strategie sehr gelegen, das machen ja alle und wir machen das auch so, ist ja nicht gar so schlimm. Tatsächlich wurde ja schon im Sommer jetzt viel über den U-Ausschuss berichtet und das war nicht alles erfreulich für die ÖVP, eher im Gegenteil. Trotzdem scheint es der Partei und ihrem Vorsitzenden in den Umfang nicht zu schaden. Warum nicht? Eva Linsinger hat es indirekt angesprochen, bei den Themen im U-Ausschuss wie Postenschacher oder auch fragwürdige Auftragsvergaben durch die Regierung ist die klare Mehrheitsmeinung, die, nämlich die politischen Parteien, sind ja alle so, sobald sie Regierungsmacht haben. Das ist übrigens auch wissenschaftlich bewiesen, nicht nur Volksmund. Es gibt eine Langzeitstudie von politikwissenschaftlichen Kollegen an der Universität Wien seit den 90er Jahren, die beweist, dass wohl nicht ganz zufällig die Schwarz-Türkisen, die Roten
und auch die blauen Ernennungen für Posten und Pöstchen, genauso wie Auftragsvergaben im jeweils eigenen Umfeld, statistisch zugenommen haben. Und warum jetzt Rot-Grün? Also, dass Sebastian Kurz als gemeinsamen Gegner der Regierung die Sozialdemokratie findet, ist klar, wobei es da genug Postenschacher gab und auch genug Vorwürfe an die. Das Wunderliche ist natürlich, dass Grün, eine mögliche Erklärung ist aber auch, er war gedanklich schon beim Wien-Wahlkampf, denn da ist der Gegner der ÖVP Rot-Grün. Und er hat nicht vergessen, darauf hinzuweisen, dass heute auch die Verkehrsministerin, die grüne Verkehrsministerin Asfinag, Aufsichtsräte ausgetauscht hat. Aber jetzt nochmal zurück zum Gespräch. Abgesehen von den schärferen Corona-Maßnahmen, die am Mittwoch verkündet werden sollen, hat Kurz versucht, irgendwelche Themen zu setzen im Gespräch? Wenige, und das fand ich vor allem in einem Bereich sehr erstaunlich. Die ÖVP ist ja eine traditionelle Wirtschaftspartei. Jetzt ist die Wirtschaftslage, wie wir wissen, alles andere als rosig. Es herrscht Rekordarbeitslosigkeit. Und da kam fast erstaunlich wenig und wenig Konkretes. Und das weist, glaube ich, schon auf ein tiefer liegendes Problem hin. Kurz selbst hat hervorragende Werte, ist auch sehr beliebt und gut im Auftreten. Aber er hat ein erstaunlich schwaches Regierungsteam um sich, das viel neben der FPÖ nicht so sehr auf, neben Chaosministern wie Beate Hattinger-Klein oder auch Rechnerer Bauken wie Herbert Kickl war relativ leicht glänzen. Jetzt treten diese inhaltlichen Schwächen erstaunlich deutlich zutage. Und das, glaube ich, hat schon auch den Grund, dass die Ministerinnen und Minister nach einem anderen Prinzip ausgewählt wurden. Es zählte weniger die Fachkompetenz oder auch die politische Verankerung, sondern eher die Loyalität zu Sebastian Kurz. Und das zeitigt in so einer Wirtschaftskrise eben jetzt Konsequenzen und Folgen. Also ohne, dass wir jetzt die verschiedenen Minister und Ministerinnen inhaltlich bewerten wollen, was schon auffällt, ist, dass in den letzten Monaten die mediale Kritik an der ÖVP-Regierungsmannschaft stark gewachsen ist, von der Familienministerin über die Verteidigungsministerin bis hin zum Finanzminister. Kann das zum Problem werden für Kurz? Nur bedingt, denn wenn man die Wahlen sowohl 2017 wie 2019 heranzieht, gab es im Wesentlichen drei Motive für ÖVP-Wähler: Kurz, Kurz und Kurz in verschiedenen Varianten als Person an sich oder er soll Bundeskanzler werden beispielsweise. Es mag es schon sein, dass er derzeit sehr wenig Flankenschutz erhoffen kann aus seiner Minister- und Ministerinnenriege, aber er selbst sieht es ja wahrscheinlich ganz anders. In der Koalition davor, SPÖ, ÖVP, wenn der Minister mit einer starken Persönlichkeit und einem starken Imageprofil waren, dann haben sie den ÖVP-Vizekanzler und Parteichef eher abgesägt. Einer dieser Minister war nämlich Sebastian Kurz selbst. Auch in diesem Sommergespräch ist es gegen Ende natürlich um die Wien-Wahl am 11. Oktober gegangen, bei der die ÖVP ja nach dem Debakel vor 5 Jahren diesmal in Umfragen sehr gut dasteht. Aber der ÖVP-Chef hat da heute ziemlich tief gestapelt. Jetzt, glaube ich, geht es einmal darum, zu verhindern, dass die Sozialdemokratie in Wien eine absolute Mehrheit erreicht. Ich glaube, das wäre nicht gut für die Bundeshauptstadt. Wir als Volkspartei wollen natürlich gestärkt werden. Wir wollen 15% erreichen, vielleicht sogar den zweiten Platz. Und dann werden Verhandlungen stattfinden. Das war doch überraschend bescheiden, oder? Das ist Erwartungsspiel-Limbo schon, denn die ÖVP lag auch schon bei Umfragen im Bereich einer Verdoppelung. Das wäre also 20% oder sogar deutlich darüber. Wenn der Wahlkampf noch länger dauert, sagt sie wahrscheinlich, wir wollen nur dazugewinnen von 9% auf 10%. Man sucht aber auch einen Gegner, nachdem die Regierungschancen der ÖVP nicht besonders groß bis nicht existent in Wien sind. Dann ist natürlich die SPÖ absolute ein Gegner, den man sich gerne auch herbeiredet. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, denn die große Unbekannte ist die Wahlbeteiligung. Wir hatten in Wien zuletzt eine Wahlbeteiligung von 75%. Es war aber auch schon mal eine Wahlbeteiligung herunter auf an die 60%. Gleichzeitig entscheidet sich ein Viertel der Wählerinnen und Wähler erst in der Intensivphase des Wahlkampfs, der noch nicht wirklich begonnen hat. Also alles ist da schon noch möglich. Für die SPÖ ist die Wien-Wahl elementar wichtig. Wie wichtig ist sie denn für die ÖVP? Weniger wichtig. Sie hat im Unterschied zur SPÖ wesentlich mehr Machtzentren. Die Wien-Wahl ist für sie fast bequem, weil nach dem Debakel der letzten Mal, wo sie bei knapp 9% lagen, kann sie diesmal eigentlich nur dazu gewinnen. Dass sie auch mit einer Regierungsbeteiligung der ÖVP endet, ist rasend unwahrscheinlich nach dem derzeitigen Wissensstand. Und vielleicht wäre das für die ÖVP auch gar nicht so toll, denn dann käme ja doch das beliebte Feindbild Rot-Grün in Wien abhanden, mit dem sie doch ganz gern operiert. Evelyn Singer, Peter Filzmeier, vielen Dank für die Analyse. Danke sehr.